Ja. Ich kann ja mal gucken, was passiert, wenn ich die Wegzoll bezahle. Wegzoll bezahlen. Er greift nach dem Ring, zieht hier auch im nächsten Moment seine Hand zurück und seufzt tief. Nein, du sollst lieber mit Retimon sprechen. Wenn ich einen Schicksalsbinder unter der Audienz passieren lasse, bekomme ich die Klauen eines Tiermenschen zu spüren. Ich spreche mit Retimon. Okay. Ich habe eigentlich gar keine andere Wahl, als ihn anzugreifen. Wenn du Ärger willst, bekommst du ihn. Ich wusste, dass ich dir nicht trauen kann. Kyros Truppen zeigen immer ihr wahres Gesicht, wenn man sie unter Druck setzt. Redemon zieht sich zurück und ruft seinen Männern zu, während er läuft. Wachen, wir haben eine Schlange in unserer Mitte. Zu den Waffen. Und so haben wir alle gegen uns aufgehetzt. Another demonstration of our power seems in order. Okay, das wollte ich eigentlich nicht erreichen. Tja, wie kommen wir jetzt wohl nach Lethians Kreuzung? Einfach über die Brücke latschen können wir nicht. Und über, irgendwo über den Fluss können wir auch nicht. Ja. Nee. Wir können ihn nur angreifen, aber dann flieht er einfach. Bei ihr können wir auch nichts erreichen. Gut, können wir da einfach einen Umweg nehmen. Nee. Wir könnten nur zu unserem Turm zurückkehren. Oder eben in sie eisern in die eherne Esse reisen. Zum Turm zurückkehren bringt aber nicht sonderlich viel. Nee. Das bringt überhaupt nichts. Ich möchte ihn eigentlich ungern angreifen, wenn er dann einfach abhaut. Der lässt mich einfach nicht rüber.
Okay. Damit die ganze Zeit hier nicht unvergeudet geblieben ist, lade ich nochmal den Quicksave neu. Weil mit den beiden Autosaves habe ich jetzt einen Haufen Zeit verplempert. Und ich weiß ja noch nicht, wie Zeit noch Auswirkungen hat. Weil man hat ja gesehen, dank... Die Forscher haben sich viel organisiert, dass der Dritte Mann das Sagen hat. Also gut, du. Ich hatte gehofft, du wärst schon weitergezogen. Also, wenn du Ärger willst, haust du einfach ab. Sie ist nicht feindlich, nur alle anderen. I'm not here to make friends. Can't do that. Wow, aber die sind auch ziemlich stark, ey. Also werde ich schon ein bisschen buffen müssen. Das hat jetzt leider nur ihn erwischt. Lyra nicht. On it. Ja, wenn du ärgern willst, hau da einfach ab. So, was benutzt du jetzt mal? Phantomstrahl. Nein. Erschütternder Strahl auf den. Ihr beide geht auch auf den. Du gleich das da. Begraben. Ja, machen wir das da mal. As you wish. Gut, jetzt stehen wir alle hier. Wow, Barricade Wish ist aber auch wirklich gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist, die Wände zu bekämpfen. Weil Beric und Lyra sind jetzt schon runtergeprügelt und wir haben gerade mal einen von ihnen tot bekommen. Gut, ich denke mal, wir kommen nicht einfach hier so mit Gewalt durch. Jedenfalls jetzt noch nicht. Weg zu bezahlen. Meine Position bedeutet nichts. Und dich kann ich auch nicht einfach ausstechen. Ja, und ein Sendschreiben kann ich auch nicht schicken irgendwie an sie so heimlich. Die Bruderschaft ist besser organisiert, ja. Ich wünschte, man würde mir verraten, warum ich immer die Zollarbeiten verrichten muss.
Ja, sie kommt mir auf jeden Fall sympathischer vor. Das heißt, das Einzige, was ich im Augenblick machen kann, ist mich zur ehernen Esse begeben. Okay, die Ehre ist. Gucken wir uns mal die Karte etwas größer an. Hier sind ein paar Sachen zum Plündern. Da ist Graven Ash. Und ein paar wenige wichtige Leute. Können wir einfach so rein oder. Can't do that. Ja, wir können einfach passieren, die erkennen uns schon mal. Schwere Bronzestiefel. Interesting. Noch was zum Plündern? Oh, was bist du denn? Wow, du bist ein guter Zepter. Hast eine sehr gute Erholungszeit. Und hast die Sigil des Lebens. Du bist doch ein arkaner Stab, ja. An diesem Stand wird Ausbeute vom Schlachtfeld angeboten. Jedes Stück ist ordentlich beschriftet und eingeräumt. Ja, den Stab kann App gleich anlegen, weil ich glaube, den da kann nur sie benutzen. Ja. Right. Wir kommen in Ehren der Esse. Danke, Winnet. Etwas Wasser für uns, ja. Hallo, Akolos. Sein Gerichtsschicksalsbinder, Akolos 230. Legion, der Soldat salutiert. Schön zu sehen, dass Tun uns Agent Ehrne Esse die Ehre erweist. Esches Truppen fehlt es nicht an Ordnung, aber ein Diener des Gerichts ist jederzeit willkommen. Wir haben mit unserem vermissten Kommandanten und einem in die Enge getriebenen Leutnant des Scharlachroten Kurs alle Hände voll zu tun. Aber ich denke, ich habe ein paar Augenblicke für ein kurzes Gespräch. Was braucht ihr von mir? Erzählt mir etwas über den Leutnant des Scharlachrotenkorps. Scheint, als hätten unsere Truppen diesen erbärmlichen Leutnant vom Scharlachrotenkorps drüben im Dorf Kaedo in die Ecke getrieben. Ich habe gehört, es handelt sich um denselben Kerl, der unsere Karawane in den letzten Wochen geplündert hat. Wäre ich nicht schon einen anderen Auftrag für Ash zu erlegen hätte, würde ich dem Stück Dreck höchstpersönlich die Haut abziehen. Wie gut, dass du hier bist. Stell sicher, dass dieser Leutnant das Dorf nicht lebend verlässt. Wird erledigt. Wie gut, dass du einspringst. Keiner wird den Verlust einer weiteren Chorratte bedauern. Er markiert einen Ort auf der Karte. Ich habe noch ein paar Fragen, bevor ich mich auf den Weg mache. Kein Problem, was brauchst du? Das ist natürlich meine ganze Aufmerksamkeit. Wo warst du während der Eroberung? Man könnte sagen, dass ich die Stufen von vorne bis hinten gesehen habe. Ich habe in unserem Lager an den Toren des Urteils Latrinen ausgehoben. Danach wurde ich befördert und nach Nidians Kreuzung gesandt. Habe ich ein paar Mal mit der Bronzenen Bruderschaft angelegt. Kein schöner Anblick. Dann war ich kurz in Apex stationiert, aber die Kämpfe dort waren fast schon vorbei, als ich ankam. Danach diente ich in verschiedenen Gegenden des unbeugsamen Landes, aber ich wurde verlegt, bevor das Edikt alles auseinanderriss. Erzähl mir von deiner Heimat. Ich stamme aus Mildquell, einem kleinen Weiler weit westlich der Hauptstadt von Kyros. Es ist nichts Großartiges, aber meine Familie ist dort schon seit 6 Generationen ansässig. Also ist es mein Zuhause. Ich hoffe, dass ich irgendwann mit einer Menge
mit einer Menge Geschichten, Ringe und Ruhm zurückkehre.